Ich bin Frank Schneider. Mein Motto ist Tradition, die verbindet. Das verfolge ich mit meinem landwirtschaftlichen Betrieb in Münchenroda. Ich produziere auf meinem Ackerbauflächen Futtermittel für meine Schweinemast und habe eine Fleischerei, wo ich traditionelle Wurstsorten für meinen Hofladen produziere. Mein Leitspruch ist ja, sei schlau, kauf eine ganze Sau. Und das bezieht sich darauf, dass es bei mir Fleisch und frische Sachen nur auf Bestellung gibt. Und das, was quasi nicht bestellt ist, wird mit in der Wurst verarbeitet. Das heißt, es gibt bei mir nichts Eingeschweißtes, nichts Eingefrorenes, nur frisches Fleisch an dem Verkaufstag. Und der Rest wird in der Wurst mitverarbeitet. Ich habe ein komplett EU-zertifiziertes Schlachthaus. Das heißt, ich kann meine eigenen Schweine in meinem Schlachthaus selber töten, verarbeiten, bis hin zur fertigen Wurst. Und das Fleisch, was quasi nicht bestellt ist, das wird dann durch den Wolf geleiert und daraus wird dann quasi Gehacktes oder Knackwurst oder Ähnliches gemacht. Die Knackwurst muss dann natürlich getrocknet und geräuchert werden und geht dann nach einer Woche in den Verkauf. Nach meiner Lehre zum Kfz-Mechatroniker habe ich bei meinem Großvater hier oben gejobbt und dadurch habe ich das Interesse für Landwirtschaft entwickelt und 5 Jahre später habe ich den Betrieb dann übernommen. Bei der Haltung der Schweine ist es mir besonders wichtig, dass sie halt schön auf Stroh groß werden, in der Sonne liegen können und gefüttert wird nur mein eigenes Futter, quasi das, was ich selber auf meinen Flächen anbaue. Das verarbeite ich selber zu Futtermittel und können sie dann je nach Bedarf fressen. Ich finde halt, Schweine sind sehr tolle Tiere, weil die schlau sind, wissbegierig. Und es stimmt halt wirklich nicht, wenn man sagt, du dumme Sau, das ist halt nicht so, die sind wirklich schlau. Was mich an meinem Beruf begeistert, ist, dass ich halt die komplette Schiene durcharbeite. Quasi man sieht, wie das Getreide auf dem Halm wächst, die Schweine im Stall wachsen, wie man daraus schöne, leckere Wurst macht, bis hin zum Kunden, der sich dann freut, dass er sie bei mir kaufen darf. Ich wünsche mir für die Zukunft, dass der Trend anhält und auch noch weiter wächst, zu wissen, wo das Fleisch herkommt, wo das Futtermittel für das Fleisch herkommt, sodass eben die Qualität dann auf dem Teller landet und nicht in der Pfanne verloren geht.